Hallo, guten Tag und grüß Gott zusammen. Freut mich, dass hier so viele bei uns auf dem Symposium gelandet sind. Unseren ersten Referenten darf ich auch begrüßen. Das ist der Rainer Matter und er wird uns etwas zum Thema BNE und Klimaschutz als Aufgabe der ganzen Schule, wie kann das gelingen, erzählen. Bitte, Rainer, deine Präsentation läuft. Du hast das Wort. Du bist noch gemutet? Ton noch einschalten? Nein, du bist gemutet. Alles gut sonst. Nur den Ton einschalten. Jetzt müsste es dann gehen. Genau, und Könnt ihr jetzt wieder mich den hören? Präsent. Dann auch von mir einen schönen Nachmittag. Ja, ich habe mich mal dem Thema gewidmet. Wie kann man denn das Thema Klimabildung und BNE ja so als ganzheitlicher Ansatz? Ich muss dazu sagen, vielleicht eine kurze Einleitung. Ich beschäftige mich damit seit ungefähr 8 bis 9 Jahren. Und hier rechts sieht man ja auch auf dem Bildschirm ein Dokument, auf das ich nur hinweisen will. Ich werde aber weiter nicht darauf eingehen. Es gibt von der Kultusministerkonferenz einen Orientierungsrahmen für den Lernbereich globale Entwicklung. Und dort findet sich auch ein Kapitel, der Lernbereich BNE als Aufgabe der ganzen Schule. Und dazu, den habe ich geschrieben. Und da kann man einiges von dem vielleicht im Überblick nachlesen, was ich erzähle. Aber warum geht es überhaupt? Wir müssen uns natürlich klar machen, und ich glaube, hier sind wahrscheinlich auch viele, die mit Schule zu tun haben. In der Schule, die wir gegenwärtig haben, ob das so bleibt in Zukunft, ist eine zweite Frage und ja, kann man auch zurechtstellen. Und viele erwünschen sich von uns ja auch eine neue Schule, eine andere Schule. Aber trotzdem, in der Schule findet Lehren und Lernen im Unterricht und meistens in Unterrichtsprojekten. Das ist so der Kernbereich. Und um diese Kernbereiche hinaus, wenn man das mal in Zahlen ziffert, in der gymnasialen Bildung sind das bis zu 90%, die in dieser Form stattfinden, in Gesamtschulen etwas weniger und bei Grundschulen ist der Weg schon stärker in Richtung, das ganzheitlich anzusehen. Aber wie gesagt, was mein Ansatz ist zu sagen, okay, das nehmen wir erstmal zur Kenntnis und was können wir dann dazu machen? Wie kann man das Ganze in einen Prozess einbinden, der Schule dann langsam auch verändert? Dazu möchte ich auf ein paar Überschriften eingehen, die ich dann anschließend auch nochmal mit ganz konkreten Beispielen belegen werde. Das Erste sicherlich, wenn ich Schule verändern will, muss ich sagen, Schulmanagement, die Steuerung, die Schulleitung, die Qualifizierung, also Schulleitung als auch derjenige, der im Auge hat, habe ich denn das geeignete Personal oder muss ich vielleicht mein Personal weiterbilden, um sie auf herausragende neue Fragen vorzubereiten? Das wäre so ein Element, was dazugehört, wenn ich sage, nehme mal die ganze Einrichtung in den Fokus. Das nächste, ja, und da sind wir natürlich schon ziemlich nah an dem, was Thema Klima ist. Die schulischen Stoffkreisläufe und das Ressourcenmanagement. Wie gesagt, erstmal nur das Feld aufmachen, in den Details gehen wir dann später. Ein weiterer Bereich finde ich ganz zentral, nicht nur die Stoffkreisläufe im Fokus zu haben, sondern auch das soziale Miteinander in der Schule. Also Aufgaben und Zusammenarbeit der Akteure. Das meint die Lehrer untereinander, das meint aber auch Lehrkräfte und weiteres Personal, was in Deutschland ja nicht so weit ausgeprägt ist, aber trotzdem ist es ja wichtig, dass es eine vernünftige Zusammenarbeit, wenn ich beispielsweise eine Sozialarbeit habe an der Schule. Und natürlich Schülerinnen und Schüler und natürlich gehören dazu auch die Eltern. Das würde ich sagen, das ist ganz zentral. Wenn ich Schule verändern will in Richtung Nachhaltigkeit, muss ich das im Fokus haben. So, wenn das war jetzt erstmal so der Bereich, was innerhalb der Schule passiert. Aber so ein Ansatz, Aufgabe der ganzen Schule, muss auch sagen, wir müssen auch unsere Außenbeziehungen neu organisieren. Wir müssen uns einbetten in die Umgebung. Wir müssen uns insgesamt neu denken. Das ist, glaube ich, auch, und das erstmal sich dessen bewusst zu sein, dass das notwendig ist als Schule. Dann dazu natürlich internationale Partnerschaften und Kooperationen in diesem Kontext zu sehen. Das hat natürlich was mit Außenbeziehungen zu tun. Ich erwähne das deshalb als erstes, weil das haben viele Schulen, aber sie sind sich gar nicht bewusst, dass es eigentlich über den reinen Sprachaustausch oder Schulpartnerschaft mit einer Partnerstadt oder Ähnliches hinausgehen sollte, sondern durchaus auch eine inhaltliche Dimension haben kann. Dann regionale Partnerschaften und Kooperationen. Das ist
ausgeprägt, aber es gibt auch durchaus Schulen, die in dem Bereich noch nicht sind. Also Zusammenarbeit mit regionalen Initiativen, Zusammenarbeit mit, wenn ich das Thema Ernährung mache, beispielsweise mit sowas wie Ernährungsräten oder wenn ich mich um die Thema Natur, also die ganze Bereich Natur, sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass ich dann, wenn ich über Wald rede, nicht nur über Wald rede, sondern auch vielleicht mit dem Forst, mit dem Förster Kontakt habe. Wenn ich über Landwirtschaft rede, vielleicht mit einem landwirtschaftlichen Betrieb. Das ist das, was damit gemeint ist. Also inhaltliche Kooperationen und Partnerschaften aufbauen. Ja, und ein ganz anderer Aspekt, der auch nicht gesehen wird, sind Schülerfirmen. Also die Schüler, die Schülerinnen und Schüler, denen ein Feld aufzumachen, wo sie auch mal eigene Erfahrungen machen kann. Ich werde dazu noch gleich mehr sagen, aber das ist so ein Bereich, der sicherlich, wenn man über Veränderung der ganzen Schule nachdenkt, mit in den Fokus rücken sollte. Es ist die bauliche Gestaltung und die Ausstattung der Schule. Viele Schulen sind eigentlich nicht dafür ausgerichtet, dass Schüler außerhalb von Klassenräumen zusammenarbeiten. Oft fehlen die Begegnungsräume, die Gemeinschaftsräume. Es gibt durchaus Schulen, die auf dem Weg sind, aber das sollte durchaus auch mit im Konzept sein. Also soll ich mal sagen, so die pädagogische Ausgestaltung des Körpers und dann vielleicht auch des Baukörpers an die pädagogischen Bedürfnisse der Schule anzupassen. Es gibt übrigens in Deutschland interessanterweise eigentlich keine richtigen Schulbauarchitekten. Andere Länder sind da wesentlich weiter und setzen das in professionelle Hände. Bei uns werden Schulen oft gebaut von regionalen Architekten. Und ich kenne sogar Extremfälle, wo dem Architekten verboten wurde, mit den Schulleitern zu reden, vom Schulträger, damit da die sich nicht einmischen. Ist eigentlich falsch, gehört für mich, glaube ich, ganz zentral dazu. Dann, und das finde ich nochmal ganz wichtig, dass man den Zugang zur Nachhaltigkeit, dass es da verschiedene thematische Zugänge gibt. Im englischsprachigen Raum hat sich dafür durchgesetzt, Doorways to Sustainability. Das heißt, ich komme von einer bestimmten Fragestellung, nicht von allem. Klimaänderung, Energie kann ein Zugang sein. Ein weiterer Zugang kann Ernährung und Konsum sein. Ein dritter Zugang Mobilität und Verkehr. Bauen und Wohnen in meiner Umgebung, in meinem Gebäude. Der Aspekt Gesundheit und der Aspekt Wasser, Boden. Und jede Schule ist eigentlich gut beraten, die Zugang und die Doorway, das Tor zu wählen, ja, wo es entweder bei ihr am meisten brennt, wo der größte Handlungsbedarf ist, oder, das kann man auch als Auswahlkriterium nehmen, wo sie schon Erfahrungen hat. Was ich jetzt vorstellen will, dieses Whole School Approach, ist kein vorgegebenes Konzept. Also es gibt, und das wird es auch nie geben, und aus meiner Meinung darf es das auch nicht geben, sowas wie eine Checkliste. Also wenn ich das abgehakt habe, dann bin ich eine nachhaltige Schule, dann bin ich eine klimagerechte Schule, sondern ich denke, ganz wichtig ist, dass es kein vorgegebenes Konzept, kein übergestülptes Konzept ist, sondern dass es die Themen und die Praxis im Dialog entwickelt worden sein muss. Klar ist, eine Vorgabe für die Schule muss es geben, dass sie sich mit diesen Themen auseinandersetzt, dass sie sich ein Konzept entwickelt, aber welchen Weg sie wählt und für welches Konzept sie sich entscheidet, das ist eigentlich das, was sie selber entscheiden muss. Aber die Verantwortung ist, dass man das tun muss. Und ich denke, wichtig ist dabei, eigene Schwerpunkte finden. Steuerungsaufgabe von Schulleitungen. Schulleitung hat darauf zu achten, und das sollte eigentlich in die Schulleiterqualifizierung mit rein, dass Schulleiter die Aspekte von Nachhaltigkeit, sollte eigentlich klar sein, dass das eine zentrale Bedeutung hat für Schule, dass das eine Steuerungsaufgabe von ihnen ist. Und was ich auch nochmal sagen will, ganz wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler einbezogen werden. Also auch da nichts überstülpen, sondern den Schülern Raum geben, wo sie eigene Ideen entwickeln können, wo sie auch, und das finde ich der Vorteil von Schule, Schule ist ja so ein, wie soll ich es formulieren, ein teilgeschützter Raum. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler können in diesem teilgeschützten Raum auch durchaus Fehler machen, also Nachhaltigkeitskonzepte entwickeln, eine Schülerfirma entwickeln. Die kann dann durchaus auch mal, ich sag mal, im negativen Sinne mal pleite gehen,
und dann darüber reflektieren und diese Fehler nutzen, um es beim nächsten Mal anders und besser zu machen. Ich denke, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, warum Schülerinnen und Schüler sehr stark mit einbezogen werden müssen. Und ein Aspekt, den ich auch an dieser Stelle noch erwähnen möchte, ist, Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte, aber auch die Schulleitungen sollten dabei sich immer bewusst sein, dass es auf verschiedene Fragestellungen, verschiedene Blickrichtungen, verschiedene Perspektiven gibt. Und diese Perspektiven, die müssen erstmal nebeneinander stehen und dann muss man darum ringen, welcher Perspektive man in dieser Schule aus bestimmten Gründen den Fokus, wo man den Fokus drauf legen will. Also ganz wichtig, wenn man hier die Schülerinnen und Schüler sehen, ist, dass man die Perspektive der Schüler mit einbezieht. Also nicht, wir, und das meine ich jetzt nicht aus Motivationsgesichtspunkt, sondern die Schüler haben ja zu einer Fragestellung durch Friday for Future sicherlich eine sehr ausgeprägte Fragestellung, eine wirklich toll, auch differenzierte Fragestellung, und die gehört in der Schule auf den Tisch. Und über die muss geredet werden. Und zwar als eine gleichberechtigte Fragestellung gegenüber dem, was die Lehrer aus der Perspektive von Lehrplan oder welchen Setzungen sie sich auch immer verpflichtet fühlen. Und wenn wir jetzt das als Workshop in der Gruppe machen würden, mache ich häufig, wenn ich mit Schulen solche Prozesse gehe, sage ich mal, okay, in kleinen Gruppen, setzt euch doch mal zusammen an eurer Schule. Nehmen wir mal das Begriff, diese Doorway-Konzepte. Welche Tür würdet ihr denn wählen? Wie würdet ihr euch der Thematik Nachhaltigkeit und Klimabildung nähern? Also nicht, hier habt ihr ein fertiges Konzept, da müsst ihr folgen und alles ist gut. Da neigen Außenstehende gerne mal dazu, aber ich glaube, auf langfristige Perspektive hat das keinen Sinn. Und man würde dann wirklich einen Prozess auslösen in einem Schulkollegium mit den Lehrkräften, mit den Eltern, mit dem, die sonst noch an diesem Prozess teilnehmen. Und wenn man Partner hat, kann man die gleich mit dazu holen und dann zu sagen, so kleine Murmelrunden, Kärtchen schreiben und welche Form man auch immer wählt. Und erstmal die eigene Einrichtung der Perspektiven klarstellen und gucken vielleicht, ja, wo sind wir denn schon gut? Was machen wir denn schon? Könnte eine Fragestellung sein. Wo haben wir Erfahrung? Wir haben vielleicht ein Gesundheitsprojekt an unserer Schule. Wir haben vielleicht an unserer Schule ein Projekt zum Thema Energiesparen, das vielleicht von dem, das vielleicht von 5 Leuten gemacht wird, aber 45 andere wissen davon nichts. Das heißt, sowas dann auch mal in den Vordergrund zu stellen und eigentlich alles auf den Tisch legen und ja zusammenstellen und überlegen, was könnte man machen. Und ich habe mir mal, und jetzt möchte ich nochmal wirklich ganz deutlich an dieser Stelle betonen, das ist jetzt nicht die ideale nachhaltige Schule, sondern es ist aus einer Arbeit mit mehreren Schulen entstanden und da sind bestimmte Dinge, auf die ich jetzt im Einzelnen dann noch eingehen möchte, bestimmte Elemente zusammengekommen, die man so in der Mindmap so sagen, also das sind alles Bereiche, die eine Schule, die auf dem Weg im Bereich eine nachhaltige Schule zu werden, angehen könnte. Da möchte ich gleich an einem Punkt nochmal was sagen. Wir müssen auch endlich aufhören, in der Schule einzufordern, dass in der Schule über Klimawandel und über nachhaltige Entwicklung gesprochen wird. Also zu sagen, Physik macht da mal was oder der Politikunterricht macht da mal was oder der Biologieunterricht kümmert sich mal um Biodiversität. Sondern wir müssen einfach, glaube ich, den nächsten Schritt gehen. Wir müssen Bildung für nachhaltige Entwicklung machen. Wir müssen das Bildungssystem, wir müssen Schule nutzen, dass Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt werden, zukünftig nachhaltig zu leben, klimagerecht zu leben, naturgerecht zu leben, sich so zu ernähren, dass das Klima und die Natur nicht belastet wird und ganz allgemein einen nachhaltigen Lebensstil entwickeln. Das ist Aufgabe der Schule und das geht eben nicht nur über die Information über, sondern das geht in Ausrichtung dessen, was ich als Bildung betreibe, auf diese Aufgabe. Und das finde ich ist ganz zentral wichtig. Ich möchte jetzt auf einige Bereiche mal mit konkreten Beispielen eingehen, was da passieren kann. Also es ist jetzt nicht die Absicht, diese Grafik sich komplett einzutrichtern. Sie finden die farblich etwas anders dargestellt, auch in diesem Orientierungsrahmen in dem entsprechenden Kapitel. Ich möchte aber noch auf einen Punkt hinweisen, den ich für sehr wichtig halte. Schule beschäftigt sich ja mit der Bildung und Ausbildung von jungen Erwachsenen.
Und diese jungen Erwachsenen, das ist hier immer so symbolisch dargestellt, also ESD als Education for Sustainable Development, als Aufgabe, die diese junge Mädchen jetzt gerade erledigen soll, die soll also die Balance schaffen zwischen ja, Technik, Energieverbrauch, Ressourcenverbrauch, Wasserverbrauch, Flug, Mobilität und ja, den natürlichen Lebensgrundlagen. Das soll ja, ist ja eigentlich, das wollen wir sagen, da bereiten wir die Menschen darauf vor, dass sie das können. Und das tun wir, und deswegen das Symbol Kopf, Buch, das tun wir vorwiegend über Wissen, über ja, etwas in den Kopf setzen. Wir dürfen nur bei dieser ganzen Geschichte nicht vergessen, dass dieser junge Mensch auch sein eigenes Leben noch organisieren muss. Also er muss nicht nur diese Balance halten, sondern er muss noch über, auch noch über den Schwebebalken marschieren. Und ich finde, das ist das, was Schule immer klar sein muss, im Sinne von die Schüler dafür befähigen, ihr eigenes Leben in die Hand zu geben, aber ihnen auch Hilfestellung zu geben, Alltagsaufgaben zu bewältigen. Ich finde, diese Balance ist eine Perspektive, die man einnehmen muss. Dieses Bild stammt übrigens von einer etwa 16-jährigen Inderin, wir hatten da ein Projekt in einer Schule und wir haben dann die Schüler mal gefragt, wie nehmt ihr denn wahr, was wir hier als euch als ganzheitlich versuchen beizubringen? Und dieses Mädchen, offensichtlich zeichnerisch ein bisschen begabt, hat das so zum Ausdruck gebracht. Und das, finde ich, trifft vieles. Und wir sollten uns beim Bildungsprozessen dessen immer bewusst sein. Und deswegen ist es so wichtig, betone ich an dieser Stelle nochmal, die Schülerinnen und Schüler aktiv mit einzunehmen. Das Ganze ist ein Projekt gewesen in Indien, Towards a Green School. Da wird schon deutlich, es geht den Weg zu einer grünen Schule, Education for Sustainable Development, das war jetzt in der Grundschule. In der Grundschule steht logischerweise, stehen weniger die komplexen Fragestellungen im Vordergrund, sondern mehr der Alltagsbezug. Das Ziel muss ja sein, dass auch ein Grundschüler eine Vorstellung kriegt von dem, was nachhaltige Entwicklung ist. Und idealerweise lernt er das dann auch auf sein eigenes Leben anzuwenden. Das ist das Ziel, was eigentlich dahinter sich verbirgt. Und ich möchte jetzt an Beispielen eingehen, was man da machen kann. Fangen wir mal mit der nachhaltigen Bewirtschaftung an. Also ich gehe jetzt ein bisschen in diese Mindmap rein, in einzelne Äste und versuche ein bisschen mit Beispielen zu belegen, was denn in diesen Ästen passieren kann. Also wie gesagt, immer das Stichwort, wie kann es gelingen? Vielleicht noch ein Hinweis, wenn zwischendurch Fragen sind, schreiben Sie in den Chat vom Channel. Es gibt Leute, die das beobachten, die das angucken und wir können dann anschließend, ich werde genügend Zeit lassen, über das reden, welche Frage, welche auch Widerspruch da ist. Dann möchte ich einladen, nutzen Sie diese Funktion. Wir werden nachher versuchen, da in einen Dialog zu treten und das ein bisschen zu vertiefen. Das ist mal ein Beispiel aus diesem Grundschulbuch. Also da geht es um grüne Lebensweisen zu fördern und die Schüler machen kleine Erhebungen. Die Schüler sollen ja auch, das heißt, der Lernprozess soll am Konzept ausgerichtet sein, nicht was erzählen, sondern es selber machen. Also hier ist so was, also mal zu gucken, was wird denn bei uns an der Schule an Essen angeboten? Was davon wird gekocht? Was wird gedämpft? Was wird gefrittiert? Was wird gebacken? Was wird gebraten und alles. Und dann zu gucken, mit welchen Methoden machen wir das, was kann man mit diesem Prozess noch machen, um einfach mal zu sehen, was wird in der Schule gemacht und dann daran anzuschließen, wie sieht es denn mit der Energiebilanz dieser Geschichten aus und kann man das ein bisschen optimieren. Aber die Schüler, wie gesagt, die sollen erstmal ihre eigene Schule unter die Lupe nehmen. Das ist der Ansatz dieses Materials und dieses Ansatz, dieses Beispiels gewesen. Oder ein weiteres Beispiel, dann den nächsten Schritt zu gehen, so okay, ja, in welchem Fach können wir uns denn damit auseinandersetzen? Ja, das sind also Fächer, die in Indien in der Grundschule sind, Science, Naturwissenschaften, Mathematik, Social Studies, ja, ist also das, was wir als Sozialkunde, Politik, Wirtschaft haben, Sprache, Kunst und sowas wie Sport und Gesundheitsförderung. Wie kann das verbunden werden? Das Curriculum, also der Lehrplan, verbunden werden mit dem, was wir an unsere Schule unter die Lupe nehmen, machen. Ein anderes Beispiel, die ist auch aus Indien, das haben wir zusammen entwickelt mit TERI, dem Energie and Resource Institute. Und da wird schon deutlich, es geht um einen Weg.
es ist kein Konzept, das fertig ist, sondern es ist sozusagen Road to Sustainable School. Also ein ja schon systematischer Weg, auch mit hier als Verkehrszeichenartige Dinge dargestellt, mit Regeln, die einzuhalten sind, die man sich vielleicht selber entwickelt. Das sind natürlich Dinge, aber wichtig ist, dieser Weg, es ist ein Weg, es ist ein Ziel, etwas gemeinsam zu machen. Und auf diesem Ziel kümmert man sich hier, Beispiel das Thema Verkehr, ich will das nochmal deutlich machen, aus dem gleichen Material. Da wurde mal formuliert, gemeinsam mit Schulen, was sollte denn eine nachhaltige Schule haben, auf der rechten Seite dieser Übersicht. Sie sollte erstmal überhaupt ein gesichertes Schulumgebung haben. Also da guckt man sich mal den Schulhof an, wie ist der denn naturnah gestaltet, gibt es einen Schulgarten und Ähnliches. Sie sollte ja einen Plan haben, wie man mit Wasser und Energie umgeht, ja? Wie man Wasser und Energie spart. Sie sollte sich mit einem effektiven Transportsystem, man muss dazu wissen, in Indien werden die meisten Kinder zur Schule gefahren. Also da sollte ein vernünftiges Transportsystem da sein. Es sollte ein Schulgarten sein, der dazu dient, auch Nahrungsmittel anzubauen. Es sollte ein grüner Campus sein. Es sollte natürliche Renewable Energy genutzt werden. Es sollte sich um den Abfall gekümmert werden. Und dann nochmal wichtig, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich auch in Deutschland noch sehr viel entwicklungsbedürftig sehe, Partnerschaft mit Community Groups, also mit der Nachbarschaft, mit der Umgebung, mit dem, was um die Schule herum ist, mit den Eltern, aber auch durchaus mit anderen sozialen Menschen, die um die Schule herum sind. Ja, dann sowas an eine Schule sollte tatsächlich mal Energieverbräuche messen, also Umweltaudits machen. Es sollte in den naturwissenschaftlichen Laboratorien umweltgerecht, also zum Beispiel Stichwort Abfall, also Abfall, ich bin selbst Chemielehrer gewesen und was wir früher alles weggeschüttet haben und Sondermüll, zum Teil dann auch teure Sondermüll, das ist eine Frage, muss man das machen oder kann man es auch anders machen? Dann sollte eine Schule sowas haben wie Eco-Clubs, also den Schülerinnen und Schülern eigene Gestaltungsmöglichkeiten geben, um Umwelt und Schule zu gestalten. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, das ist auch in Deutschland durchaus die Frage, also indigenous product, also traditionelle Lebensweise kennen, traditionelle Verhaltensweisen, ist natürlich in Indien ganz besonders in Schulen auf dem Land, wo man eigentlich die Lebensgewohnheiten, die Ernährungsgewohnheiten, die Art und Weise, wie man Lebensmittel anbaut, wie man sich bewegt, wie man mit Tieren umgeht. Das sind traditionelle Verfahren und die sollten erhalten sein, weil man weiß, viele von den traditionellen Verfahren waren nachhaltig. Gut, und dann schließlich als großes Ziel so ein Green School Building. Also vielleicht im Deutschen würde man sagen, ein Passivhausstandard bei der Schule zu haben. Also das ist, glaube ich, ganz nochmal wichtig. Und klar, natürlich die Studenten, die Schüler stehen im Vordergrund, eine gesunde Umgebung für die zu schaffen. Und dann aber auch die Studenten, also die Schüler, die Eltern und die Community, ja, zu sagen, okay, wir wollen auch unseren Lebensstil gemeinsam verändern. Also Schule verändert Umgebung und Umgebung verändert Schule. Diese wichtige Sache ist, glaube ich, bei dem Ansatz Schule verändern eine ganz zentrale Rolle. Ja, es gibt sowas natürlich, um jetzt mal zurück nach Deutschland zu kommen, gibt natürlich Initiativen der unterschiedlichen Art. Ich habe jetzt nur mal zum Thema Stoffkreisläufe 2 ausgewählt. Es gibt also, das ist im Berlin-Brandenburger Raum vom Unabhängigen Institut für Umweltfahren, Schulpaket 50-50, wo Schulen also sich um Energiesparen bemühen. 50-50 heißt, die 50% des eingesparten der Stromrechnung gehen an die Schule zur freien Verfügung und 50% gehen an die Stadt oder an den Landkreis zur freien Verfügung. Und so hat man gemeinsam was. Das gibt eigentlich fast deutschlandweit. Hier ist dann das zweite Beispiel nochmal ein Beispiel Freiburger Schulen. Es gibt es in Frankfurt, es gibt es in Hamburg. Hamburg ist so quasi die Gründerbereich gewesen. Also die haben vor, glaube ich, 25 Jahren damit angefangen, 50-50 zu machen. Und das sind sehr erfolgreiche Modelle. Und die gilt es eigentlich zu verbreitern. Ich glaube, man muss die meisten Dinge nicht neu erfinden, sondern man sollte gucken, was gibt es und Erfahrungen nutzen und verbreitern. Das ist so der erste Bereich. Gehen wir nochmal zum zweiten Bereich.
keine Angst, ich werde nicht all diese ganzen Bereiche durchgehen. Ich mache nur einige Beispiele, aber einfach um mal deutlich zu machen, das wäre jetzt so quasi Management, Steuerung und Management, sprich Schulleitung. Klar ist die Auswahl von Lernkräften. Also wenn ich thematische Grundumstrukturierung, große Veränderungen von Schule habe, kann es durchaus sein, dass ich mich als Schulleiter auch um anders qualifizierte Lehrkräfte kümmern muss. Wenn ich will, dass es einen Schulgarten gibt, dann muss ich einen Lehrer haben, der das auch kann. Und zwar kann er, weil er das einmal, es gibt immer noch einige, auch in Deutschland gibt es einige Bundesländer, die bilden immer noch Schulgartenlehrkräfte aus, kann man es im Studium erwerben. Ich kann aber auch natürlich jemanden zu einer Fortbildung schicken. Das ist also damit gemeint. So, dann gibt es aber den anderen Richtung. Ich muss als Schulleitung gucken, dass ich Steuerung angebote. Es gibt, es wird ja auch hier in diesen zweiten Tagen vorgestellt, so ein Modell Schule im Aufbruch, wo man sagt, okay, wir nehmen mal von den 5 Tagen Schule, da verdichten wir mal den Unterricht auf 4 Tage und schaffen uns einen Freitag. Also jetzt muss nicht der Freitag sein, sondern wir schaffen uns einen freien Tag, ein vom klassischen Unterricht befreiter Tag, und an dem Tag laufen dann von den Schülern gesteuerte, übergreifende Projekte. Sowas ist Aufgabe von Management, das zu ermöglichen oder auch gemeinsam mit den Lehrern zu entwickeln. So, nachhaltige Konzepte. Ich will nur eingehen nochmal auf den Bereich Mobilität. Das ist hier so oft eine Schulleitungsaufgabe. Entschuldigung, das war die falsche Richtung. Da ist so ein Projekt, das wir mal in Frankfurt gemacht haben, Bike im Trend. Also zu sagen, kann man denn nicht in einer Schule mobil und sicher mit dem Rad zur Schule? Was muss da passieren? Mit wem kann man da zusammenarbeiten, dass Schulwege sicher werden? Weil eigentlich ist es ja Unsinn, dass wir vor den Schulen riesige Probleme mit den SUVs der Mütter haben, die ihre Kinder da abliefern und anschließend davon brausen. Und die Kinder sich und die anderen und so zum Teil die eigenen Kinder gefährden, sondern wir müssen da gucken einfach, dass wir in der Lage sind, ja, auch andere Mobilitätswege kennenzulernen für die Kinder. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann so ein weiteres Projekt, was man da machen kann, wenn man Mobilität und Klima zusammenbringt, ist sowas wie ein Walking Bus. Das heißt, der am weitesten weg ist, der geht los und ist der Busfahrer. Die anderen steigen unterwegs in Anführungsstrichen zu. Man unterhält sich, geht gemeinsam. Und dann, ja, da gibt es dann so Elemente, die hier sind. Also der Schulweg wird plötzlich sicherer. Wir gehen sicher in Begleitung. Vielleicht findet man einen Senior, der morgens mit seinem Hund marschiert und sagt, okay, dann bin ich der Busfahrer und begleite die Kinder ein bisschen. Ja, und die Autofahrer mehr Respekt und man fällt auf und man ist auch entspannter als gemeinsam Erlebnis. Also das ist auch, Mobilität sollte ja nicht nur reduziert werden auf die Reduzierung des Energieverbrauchs, sondern das Ganze soll ja auch dann irgendwie in eine andere Form von Gemeinschaft führen. Das ist so ein Beispiel, was ich als Elemente dazuhöre. Und wenn man so Leute mit ins Boot nimmt, die habe ich dann ja anschließend auch als Partner bei den anderen Klimafragen. Dann, was ich für genauso wichtig halte, ist neben der reinen, also oft wird Whole School Approach, um das englische Wort mal zu gebrauchen, wird sehr, sehr oft reduziert auf die Stoffkreisläufe. Mobilität und sowas gehört vielleicht noch dazu, aber die demokratische Aufgabenteilung und Zusammenarbeit, also wie funktioniert der Laden eigentlich untereinander? Wie wird er organisiert? Gibt es Arbeitsgruppen mit Sonderaufgaben? Können wir auch mal als Schulleitung loslassen? Das ist, glaube ich, ganz zentral wichtig. Auch hier Beispiele. Ganz wichtig, glaube ich, ist, dass man Schülern auch eigene Bereiche gibt. Das ist ein Beispiel einer Schule aus Wiesbaden, die Schüler haben Streitlichter ausgebildet, wo also die Schüler untereinander kleine Streite selber lösen und als Mediator, als Streitschlichter auftreten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man Schülerinnen und Schüler solche Bereiche gibt. Und das können auch Schülerfirmen, das können auch Energiethemen sein. Aber ich nehme jetzt mal dieses Thema des sozialen Miteinander, weil wie man miteinander umgeht in der Schule, prägt auch den thematischen Zugang in Richtung Nachhaltigkeit. Also für mich ist Nachhaltigkeit nicht nur ein grünes Konzept. So, und das insgesamt mal sehen muss, die Schule muss ein Lebensraum sein, wo Schülerinnen und Schüler nachhaltige Lebensstile selbst erproben können. Hier ist so eine Zukunftswerkstatt gewesen, die ich mal mit Schülern gemacht habe, wo Schülerinnen und Schüler darüber nachgedacht haben, wie könnten denn
Schule 2030 aussehen. Das war übrigens 2007, also es ist schon ewig her. Aber interessanterweise, man könnte dieses Bild heute zeigen. Wahrscheinlich, nee, doch, die werden ja vielleicht ein bisschen anders gekleidet, die Schüler. Aber wichtig ist, glaube ich, dass diese Elemente eine Rolle spielen. Ja, dann nochmal neben der demokratischen Geschichte sowas wie Schülerparlament, Elternbeteiligung, kulturelle Veranstaltung, Sportveranstaltung. Auch diese sollten man immer unter dem Aspekt Nachhaltigkeit betrachten. Ja. Da will ich jetzt nicht mit Beispielen, aber das kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass das Catering bei einer Sportveranstaltung selbstverständlich klimagerecht sein soll und so weiter. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Ich möchte aber auch auf ein heikles Thema eingehen. Wenn wir das wirklich mit der Veränderung von Schule ernst nehmen, dann muss auch dieses in die Schulinspektion einfließen. Das heißt, die Schulinspektion darf sich dann nicht nur darauf konzentrieren, zu gucken, wie sind denn die Ergebnisse in Mathematik und von mir aus in Englisch, sondern sie muss dann auch gucken, wie sind denn solche Themen wichtig. Und da gibt es durchaus Instrumente und Tools, wie Schulen das auch selber in die Hand nehmen können. Und dazu zeige ich jetzt mal ein Beispiel eines solchen Tools, das aus England kommt, Department for Health and for Children, Schools and Families. Interessanterweise ist das Bildungsministerium da, sind Kinder, Bildung und Familien zusammen, wird bei uns wahrscheinlich auch nicht schlecht sein, gerade in der jetzigen Situation, wenn wir das mehr hätten. Ja, Rainer, kannst du vielleicht sagen, was eine Schulinspektion sonst für Aufgaben hat? Das weiß ja, die vielleicht nicht jeder. Ja, genau, kann ich gerne mal sagen. Also Schulinspektion, ich habe es ja schon angedeutet, im Moment ist das nicht mehr so aktuell, aber das hat man in den vergangenen Jahren gemacht. Das heißt, die geht in die Schule, guckt sich an, wie ist der Unterricht, guckt sich die Ergebnisse der Schüler an, guckt sich also an, wie viele Schüler haben welche Noten in welchen Fächern, wie läuft der Unterricht, und gibt dann der Schule eine Note quasi, wenn man so will. Ja. Und die Engländer haben mal dieses Department, also das Bildungsministerium hat da mal eine Schulinspektion unter dem Aspekt Nachhaltigkeit. Also, und zwar gesagt, wir wollen Schulen in die Lage setzen, das selber zu machen. Also selbst zu reflektieren und zu gucken, wie werden wir besser. Und das ist die sogenannte School Self-Evaluation. Das sich so aufgebaut ist, vielleicht wird dann auch ein bisschen deutlich, was Schulinspektion ist. Und zwar sind das in zwei Teilen. Der erste Bereich, ja, wie sieht denn die Schule auf? Dass man sich mal anguckt, was ist denn das Besondere der Schule? Dass der Blick von, also auf die Schule mal herauszufinden unter Nachhaltigkeitsaspekten. Wie sehen denn die Schüler, die Eltern, wie sieht denn die Community und andere Partner von Schule, wie sehen die denn unsere Schule? Also sich mal einen Blick von außen einholen. Dann schon auch Achievement und Standards. Also wie viel von unseren Schülern erreichen denn einen qualifizierten Abschluss? Haben wir das richtige Personal? Geht es dem Personal gut? Also das ist ja durchaus eine Frage, die man mal stellen darf. Gut, die Qualität überhaupt der Ausbildung. Und dann sowas wie Leadership und Management. Das sind Kategorien, die gucken sich mehr den Laden selber an, ne? Aber was dann die dann auch machen, ist angedockt an das Modell für die Doorways zu sagen, also wir gucken mal, was sind denn die Themen der nachhaltigen Entwicklung? Und da sind jetzt hier welche genannt, also School Building, Global Dimension, das finde ich auch nochmal wichtig, sowas wie die globale Gerechtigkeitsfrage auch beim Klimathema zu stellen. Das sind dann Themen und ich zeige jetzt vielleicht zwei dieser Blätter, mit denen Sie das dann, also das sind dann schon Checklisten, die man sich mal ausfüllt und dann drüber redet. Also dann ist das ist so typisch für Schulinspektion, dass man sagt, also man ist am Anfang, man ist zufrieden, man ist gut oder man ist herausragend. Also eigentlich will jede Schule herausragend sein. So, und dann gibt es hier, ich lese nochmal zwei vor, da setzt zwei. Also getting started. Wir haben wahrgenommen, dass wir uns um Sustainable Development kümmern müssen. Und es sollte ein Beispiel der Schule werden. Das wäre quasi am Anfang. Und gut wäre, wir haben das Thema nachhaltige Entwicklung aktiv, streben wir an, wir machen aktive Dinge dazu, wir sehen das als moralischen Imperativ und wir sehen das als eine
Strategie zur Verbesserung der Schule. Das wäre gutes Level. Das wäre jetzt so eins in Richtung Schulmanagement. Ich zeige jetzt nur noch mal, gut, das wäre jetzt, gehen wir mal zurück. Und das macht die Schule dann selber, füllt sich das aus und dann fängt man an, darüber zu reden und guckt, was könnten nächste Schritte für die nächste Zukunft sein in Richtung Entwicklung. Also Schulinspektion, wenn man so will, in die eigene Hand genommen. So, jetzt ein weiterer Bereich und dann komme ich auch fast schon zum Ende, also von den Bereichen her, dass wir ein bisschen auch noch dann Zeit für Diskussion haben. Der ganze Bereich, das habe ich ja gesagt, ist ganz zentral wichtig, Netzwerke, Kooperationen, Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen, da sind dann, ich gehe auf einige Bereiche, also das ist der lokale Bildungslandschaft, Bibliothek, viele Schulen versuchen sich zu öffnen, versuchen auch soziale Dimensionen von Stadtteilen mit in die Schule reinzunehmen. Da ist der Weltladen, wenn es um nachhaltige Entwicklung, fairen Handel geht, um auch, ja, was wird im Schulkiosk angeboten. Dann sind aber auch Schulpartnerschaften im internationalen Bereich, Lernpartnerschaften, Schüleraustausch. Sowas sollte man immer mal auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und dann schließlich Teilnahme an Schulnetzen. Es gibt UNESCO-Schulen, es gibt Umweltschulen, es gibt Fair-Trade-Schools. Das heißt, man kann sich als Schule anderen Netzen anschließen, kriegt dann eine Unterstützung und man kriegt dann natürlich auch Einblicke in die Praxis anderer Schulen. Das kann sehr gut helfen, die eigene Praxis weiterzuentwickeln. Ich möchte jetzt nochmal auf den Beispiel Partnerschaft und Kooperation eingehen, weil das ist so ein Feld, wo ich großen Entwicklungsbedarf oder auch Entwicklungsmöglichkeiten bei Schulen sehe. Viele Partnerschaften, ja, die könnten ein Weg sein, sich solchen Themen zu wenden, aber oft sind sie reduziert auf Sprachpartnerschaften, sind Initiativen einzelner Personen und sind, ja, aber sie sind einzelner. Was wir aber brauchen, ist, dass wir diese jungen Menschen zusammenführen, dass sie etwas zusammen machen. Also das linke Bild stammt aus einer Schule aus Tansania. Die haben mit einer Schule in Bad Homburg eine Lernpartnerschaft. Das heißt, die haben, weil ja zwischen Afrika und Europa gibt es ja keine Zeitverschiebung in der Regel, die haben mittwochs um 14 Uhr, die Zwölftklässler haben einen gemeinsamen Kurs in Tansania und in Deutschland und da tauscht man sich über, das ist ein paar Jahre her, die konnten das schon über Videokonferenzen, Skype oder was auch immer genutzt wurde, also man tauscht sich ein und man arbeitet gemeinsam am Gegenstand. Das ist hier nochmal deutlich. Also da sitzen die Schüler und konferieren mit den Schülern und man hat natürlich auch Begegnung. Das ist mal die Situation, dass ein Schüler aus Bad Homburg in Tansania für eine Zeit lang war und umgekehrt. Das heißt, man arbeitet gemeinsam, man hat aber auch ein gleiches Thema. Und das halte ich für ganz zentral wichtig, weil globalen Partnerschaften und Klimabildung und Klimafragen spielt auch immer Augenhöhe eine ganz große Rolle. Das ist ein weiteres Beispiel, wo Partnerschaft verbunden würde mit der Frage der globalen Partnerschaft und des ökologischen Fußabdrucks. Das ist gewesen, also eine deutsche Grundschule hatte eine Partnerschule in Indien und die beiden haben sich mit dem ökologischen Fußabdruck beschäftigt, haben sich dem Thema ökologischen Fußabdruck zugewendet, haben, das sieht man hier, ist so ein Puzzle, das man auseinandernehmen kann. Und haben gesagt, so, was gehört denn in diesen ökologischen Fußabdruck rein? Da ist hier vorne das ganze Wassernutzung, hier ist der ganze Verkehr als Teil des ökologischen Fußabdrucks, hier ist das, was man alles isst, Fleisch und das ist, wie gesagt, der Deutsche. Dann ist hier auch Bildung und Wohnen, da ist die Schule dann dabei. Dann ist aber auch so der ganze Computerbereich, der Technikbereich, der ganze Energieverbrauch. Das ist quasi, ist sozusagen der deutsche Fußabdruck, den haben sie maßstabgerecht gebaut. Die indischen Schülerinnen und Schüler haben genau das Gleiche gemacht. Also die haben dann, da ist natürlich jetzt hier kein Schwein zum Essen, weil die kein Schweinefleisch essen, da ist was anderes. Aber sie haben im Prinzip die gleichen Elemente drin. Und was haben die dann gemacht? Die haben zwei von diesen Füßen, also zwei von den großen deutschen und zwei von den indischen gemacht, haben einen behalten, den anderen haben sie auseinandergenommen, in Päckchen gepackt und an die jeweils Partnerschule geschickt. Und das war der Moment, als in der deutschen Partnerschule
ja, der indischen Fußabdruck neben den deutschen gelegt wird. Also diese Grundschüler wussten sofort, wo der Handlungsbedarf ist in Bezug auf ökologischen Fußabdruck. Und dann wird auch diese Handlungsoption und die Notwendigkeit, mal über den eigenen Lebensstil nachzudenken, die wird dann deutlich. Und ich finde, solche Beispiele sollten Schulen sich suchen, an solchen Beispielen, und es gibt so viele, und es gibt so viele Möglichkeiten, auf Augenhöhe tatsächlich sich auszutauschen und nicht, wir sind die Guten, ihr seid die Armen, Schlechten, die nichts haben, sondern man kann das ja auch mal von einer anderen Perspektive sehen. Gut, hier nochmal ein kurzer Blick auf das Ganze. Das wäre quasi, wir haben uns jetzt einige Ausschnitte angeguckt, und ich möchte jetzt nochmal auf systematische Beispiele eingehen, die ich in Ländern gemacht habe. In Deutschland habe ich es auch gemacht. Ich habe bewusst aber für diese Präsentation heute andere Beispiele ausgewählt. Die Mongolei hat sich 2000, also die Mongolei hat, muss man dazu sagen, ich habe auf einer internationalen Tagung mein Konzept vorgestellt. Das hat jemand aus der Mongolei gesehen, aus dem Bildungsministerium, fand das gut. Erzähle die kurze Geschichte ganz kurz. Und dann haben sie gesagt, okay, wir wollen unser ganzes Bildungswesen an nachhaltiger Entwicklung ausrichten. Und das soll passieren mit dem Konzept vom Whole School Approach. Und willst du nicht zu uns kommen und das bei uns machen? Die Mongolei hat 300 Schulen, und ich habe mit 100 von den Schulen zusammengearbeitet und habe 175 Fortbildner und Schulberater ausgebildet, die dann mit den Schulen arbeiten. Und mittlerweile arbeiten alle Schulen nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit. Dazu vielleicht ein paar Beispiele. Das sind jetzt mal die Beispiele von 5 Schulen, die ich kurz aufgreifen will. Welche Themen, und was ich deutlich machen will, wie haben die mit dem Instrument dieser Mindmap gearbeitet? Und dann deutlich machen, was kann man auch in Deutschland an der Schule machen? Was ich gemacht habe, ich habe quasi diese große Grafik genommen und habe die ganzen Unteräste weggeschnitten. Und habe sie dann arbeiten lassen daran. Ich habe leider das Mongolische nicht dabei, sonst könnte man das sehen. Also es wurde natürlich entsprechend in den, die sprechen alle kaum Englisch, fast nur Mongolisch. Das war also quasi die Aufgabe. Guckt mal, sucht euch Projekte, sucht euch Themen aus, gemeinsam mit eurer Kommune, mit eurer Umgebung, und versucht mal auf diese Überschriften Antworten zu finden. Das haben sie dann gemacht. Das ist jetzt hier mal aus einer Schule Selenge, das ist an der russischen Grenze im Norden von der Mongolei. Die haben gesagt, okay, wir wollen mal das Thema Fahrrad uns angreifen. Das ist eine Stadt, die einfach hat 5000 Einwohner etwa, ist ziemlich flach und ein idealer Ort für Fahrradfahren, aber es fährt keiner Fahrrad. Und sie haben dann gesagt, okay, da wollen wir mal das Thema aufgreifen, haben dann gesagt, okay, damit das ganze Thema ist, machen wir auch ein Car-Free Day. Wen brauchen wir, wenn wir so einen autofreien Tag machen wollen? Das ist klar, wir brauchen die Polizei, wir brauchen die uns hilft, das alles zu organisieren. Wir brauchen, um den Gesundheitsaspekt zu machen, da können wir dann mit dem Krankenhaus zusammenarbeiten. Wir haben Zusammenarbeit mit Gesundheit, und wir machen dann auch so etwas. Das war dann der Club, die haben dann sich Fahrräder angeschafft, haben tatsächlich, die Schüler mussten alle Fahrrad, das sind hier die Lehrkräfte, die haben dann alle Fahrradfahren gelernt. Die Schweizerische Stiftung für Entwicklungszusammenarbeit hat denen das Equipment zur Verfügung gestellt, und dann haben sie angefangen, tatsächlich mittlerweile fahren 60% der Schüler kommen jetzt mit dem Fahrrad zur Schule. So am rechten Rand sieht man etwas verborgen. Ich habe da auch mal mitgemacht, so an einem Training. Es war ganz nett eigentlich. Wichtig ist, dass die Lehrkräfte das selber machen. Also dieser Prozess, den ich vorhin genannt habe, damit komme ich jetzt auch bald zum Ende. Sie können da nichts lesen, aber das ist nochmal eine andere Schule aus Ulaanbaatar, die sich dem großen Thema, können Sie auch nicht sehen, aber ist ja mal ganz interessant zu sehen. Also eine andere Schule mit einer anderen Grafik, aber keine Angst, ich übersetze sie auch. Und die haben gesagt, okay, wir nehmen uns mal das Thema Waste Management an. Dann haben sie Mülltrennung gemacht, haben unterschiedlich geguckt, mit wem müssen sie zusammenarbeiten, mit welchen Clubs, mit welchen Komitees, Shopping-Centers, die um die Schule rum sind, wollen wir zusammenarbeiten und das machen, weil in der Mongolei gab es zu diesem Zeitpunkt keine Mülltrennung. Die haben dann getrennt, haben auch ganz tolle Müllgefäße in der Schule gebaut,
haben die verteilt und dann haben sie getrennt und festgestellt, es kommt aber nur ein Müllauto. Und ja, alles kommt in ein Auto. Dem haben die Schüler sich dann verweigert und haben gesagt, da müssen wir was anderes machen und haben mittlerweile es geschafft, dass in diesem Bezirk ein Mülltrennsystem ist. Und sie haben aber auch gesagt, wir müssen in die Gesellschaft gehen. Und das möchte ich jetzt nochmal zeigen. Das ist diese Schule mal von außen. Die mongolischen Schulen sehen fast alle so aus. Was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, sie haben, also ich gehe nochmal zurück. Das Bild irritiert an dem Punkt. Sie haben festgestellt, neben der Schule, man sieht das da am rechten Rand so ein bisschen, ist eine riesige Mall. Und die Schüler haben festgestellt, auf dem Schulgelände und um die Schule rum ist eigentlich eine riesige Menge an Abfall, Papier, Verpackung von der Mall, die einfach in der Gegend rumfliegt. Und die haben gesagt, da müssen wir was machen. Wir müssen mit den Mall-Leuten in die Diskussion kommen mit den Leuten. Und dann haben die Mädels, also das sind fast alles Ganztagsschulen, die haben dann auch sich entsprechendes Outfit genäht und haben gesagt, wir machen eine Roadshow. Wir gehen in die Mall und promoten das Thema Nachhaltigkeit. Das haben sie über 2 Wochen lang gemacht und haben tatsächlich Riesenerfolge gehabt und haben jetzt mittlerweile erreicht, dass in dieser Mall es keine Einwegplastiktüten mehr gibt, sondern dass die Leute eine von der Schule schick gestaltete Mehrweg, also eine Einkaufstasche benutzen können, die sie da erwerben können. Das ist so ein Beispiel. Und was sie auch gemacht haben, sie haben sich damit beschäftigt, was kann man innerhalb der Schule machen? Wie kann man also die einzelnen Schülerinnen und Schüler mit einbeziehen? Das ist also die Schulsprecherin, die da ein bisschen erläutert hat an der Grafik, wie sie ein etwas interessantes Thema für die Mongolei sich angucken wollen. Also wie bezieht man, in den mongolischen Schulen muss man wissen, in der Oberstufe sind fast nur Mädchen. Also die haben 80% machen Abitur, Mädchen. Und etwa 40% Jungs nur. Und sie haben sich da Gedanken gemacht, wie kann man mehr Jungs in die aktive Rolle mit einbeziehen. Fand ich ganz interessant, dass sie auch dieses Mal als Thema hatten. Gut, und jetzt nochmal. Du denkst, ich bin am Ende. Noch ein bisschen Zeit für Fragen haben. Jetzt sind wir am Ende. Also wie gesagt, jetzt nochmal die gleiche Grafik zugeordnet. Wie kann man solche Themen, wie kann man die SDGs dazu ordnen? Das vielleicht als allerletztes. Und ich denke, dann sollten wir auch versuchen, in Fragen zu gehen, in Diskussionen. Und ich blende jetzt einfach mal die Folien aus, damit man mich vielleicht auch sieht. Vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit. Ich springe dann einfach mal zu der letzten Folie mit der Aufmerksamkeit, aber lassen wir das jetzt. Rainer, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Vortrag. Du hast hier ganz viel Zustimmung im Chat halt eben erfahren für deinen Vortrag, ganz viel positive Rückmeldungen. Ich fand selber auch ganz toll. Ich habe mich in ganz vielen Sachen wiedergefunden. 50-50 damals vor 25 Jahren war für mich, sagen wir mal, auch mit ein Einstieg gewesen in das Thema Klimaschutz und Schule. Der Walking Bus, auch das fand ich ein super Beispiel, ist nämlich bei mir an der Schule um die Ecke kürzlich eingeführt worden. Und ist eine Grundschule, funktioniert wunderbar. Vorher Riesenverkehrschaos und jetzt läuft das ganz geordnet. Und es ist eigentlich eher so, dass die Schülerinnen und Schüler, die nicht mitgehen, sozusagen dann halt eben angesprochen werden, Mensch, warum lässt du dich noch von den Eltern bringen? Also ja. Von daher ganz viel Zustimmung auch im Chat. Es gibt aber auch ein paar Fragen. Zum einen fragt eine Zuschauerin, wie kann die Lehrerschaft dazu motiviert werden, für mehr BNE an Schulen die gesamte Gemeinschaft der Schule in einen Austausch zu bringen? Der Ganztag wurde leider auch hier wieder vernachlässigt. Also das Thema Ganztag, glaube ich auch, ist ganz wichtig. Vielleicht bei den Akteuren, der Hausmeister wäre vielleicht auch so jemand, den man da vielleicht gerade im Ganztag auch noch gut mit einbinden kann. Was sagst du dazu? Ja, ich habe das ja so ein bisschen gestriffen an dem Beispiel dieser mongolischen Schule. Also da, wo man Ganztag hat, da sollte der Ganztag natürlich genutzt werden. Also viele Schulen organisieren Schülerfirmen. Also ich kenne Schulen, die haben betreiben über Schülerfirmen einen nachhaltigen Schulkiosk, wo also nicht nur Frühstück angeboten wird, sondern auch Schulmaterial, also Stiftehefte aus nachhaltigen Produkten. Oder es gibt sogar das ganz extreme Beispiel, eine Schule südlich von Frankfurt,
Die haben also quasi eine Contracting GmbH gegründet, die in der Schule die Heizungskörper aus der Ventile austauscht und die dem Schulträger in Rechnung stellt und dann quasi über den Ertrag der eingesparten Energie das wieder zurückkriegt. Also sowas wie Contracting-Modelle. Das ist ein Ganztagsangebot. Oder was hier ja bei den Mongolen gesehen wird, dass die tatsächlich da die Kostüme genäht haben, dass sie die Abfallgefäße gebaut haben. Aber ich glaube, der Ganztag, also ich sag's mal andersrum. Man muss aufpassen, dass man BNE und Klima nicht als Sahnehäubchen der Schule ansieht. Also so ungefähr als Extra. Das machen wir dann auch noch. Und ich finde, wir müssen Lehrkräfte darin bestärken, dass sie einfordern. Also ich war selbst 20 Jahre Lehrer, Chemie, Politik, Wirtschaft, dass sie einfordern, dass das Regelbetrieb wird. In dem Moment, wo ich sage, die Schüler AG, diese Schülerfirma, das ist eine AG, dann ist es nicht Zusatzarbeit. Ist das ein Nachmittags- oder kann auch ein Vormittagsangebot sein. Das Gleiche gilt für sowas wie Energierundkriege in Schulen. Da muss es einen Wahlpflichtkurs geben, wenn man die Möglichkeit hat. Also ich glaube, das sind vielleicht Hebel. Und meine Meinung ist, meine Erfahrung ist, dass Schulen sehr viel mehr Möglichkeiten haben, als sie nutzen. Also ich glaube, die Freiräume sind im Moment größer als das, was wirklich wahrgenommen wird. Aber Ganztag ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Genau. Ich habe gerade schon direkt hier einen Hinweis zu im Chat, nämlich das sollte auch ins Curriculum aufgenommen werden, also Unterstützung sozusagen für das, was du gesagt hast. Ja, dann kam die Frage, wie heißt nochmal das Buch, was du geschrieben hast? Vielleicht kannst du das nochmal, wenn du eine Folie dazu hast, kurz einblenden. Und dann lese ich währenddessen noch eine andere Frage vor, bis du die Folie mit dem Buch gefunden hast. Aha, globale Entwicklung, okay. Und also einfach mal auf die Seite für die Lehrkräfte, einfach auf die Seite von Cornelsen Verlag gehen, Lernorientierungsrahmen globale Entwicklung eingeben. Man bekommt das Buch komplett kostenlos und das Schöne daran ist, es ist für jedes Fach der Sekundarstufe 1 ein Beispiel da, wie man das Thema BNE aufgreifen kann. Okay. Dann hier noch eine Frage oder vielmehr mehr ein Statement, kannst du aber vielleicht was zu sagen. Und zwar ein Problem ist halt eben genau, dass Klima wird als Politik abgewischt wird. Ne? So nach dem Motto, wer sich mit Klimaschutz auseinandersetzt, der ist sozusagen irgendwie, was weiß ich, quasi auf der politischen Schiene unterwegs und der macht gar nicht mehr richtig Unterricht, was eigentlich die Kernaufgabe der Schule ist. Wie würdest du dem entgegnen? Ja, also ich meine, ich habe ja versucht, deutlich zu machen, Kernaufgabe von Schule ist, auf die Zukunft vorbereiten. Also ich würde den Bildungsauftrag der Schule dann sehr viel weiter fassen. Und Kernaufgabe der Schule ist es dann, also ich mache das mal an einem Beispiel, in Mathematik, wir diskutieren gerade bei Klima, wir diskutieren bei der Pandemie sehr viel exponentielle Funktionen. Was heißt das? Etwas wird exponentiell. Sehr viel Grafiken. Mathematik muss auf Teufel komm raus dafür gehören, dass Schülerinnen und Schüler diese Zusammenhänge verstehen beim Klima. Das ist für mich kein politisches Thema. Und ich sage mal, ganz wichtig, glaube ich, ist, dass Schule sich endlich bewusst wird, dass sie die Schüler auf die Lösung oder das Leben mit den globalen Herausforderungen. Und da ist Klima eine globale Herausforderung. Die Biodiversität ist eine globale Herausforderung. Die Ernährung, aber auch das soziale Miteinander auf der Welt ist eine Herausforderung. Und der Klimawandel, um das nur noch zu sagen, der muss ja auch sozial gestaltet werden. Der findet ja statt. Und wie wird der sozial gestaltet? Und ich finde, das ist Aufgabe der Schule. Das ist kein politisches Thema. Das ist Thema in allen Fächern. Jedes Fach muss gucken, welchen Beitrag leistet es dazu, dass junge Menschen dieses Thema verstehen können. Da ist der Mathematikbeitrag, sprich exponentielle Funktionen, also mathematisches Handwerkzeug zum Verständnis von Nachrichten, so könnte man das was sagen. Das wäre ein Beitrag. Aber es gilt auch für Sportunterricht. Es gilt auch für, also in dem Buch sind auch Beispiele für neue Fremdsprachen drin und so. Ja? Rainer, bevor wir zum Ende kommen, ich sag mal, leider letzte Frage. Gleich ist nämlich schon dein Nachfolger sozusagen dran hier mit dem nächsten Input. Und zwar einmal ein Hinweis, dein Buch sei relativ teuer, sage ich jetzt mal hier. Nein, kostet gar nichts. Kostet gar nichts, sehr gut. Kann man bei Cornelsen auf der Website bestellen und auch Lehrer können für die ganze Schule 30, 40 Stück bestellen, wird sofort geliefert. Super. Und wer es nicht als Papier haben will, kann es auch
als PDF sofort runterladen. Und dann letzte Frage, wie sieht es aus, können wir den Freitag zum Tag der Bildung für nachhaltige Entwicklung erheben? Das wäre super. Und Margit Rasfeld, die ja auch hier an den beiden Tagen teilnimmt, mit ihrer Schule im Aufbruch, das ist ja genau ihre Forderung. Und das muss ich, ob das der Freitag ist, also ich kenne Schulen, die nehmen den Mittwoch und sagen, der Mittwoch ist unser freier Tag, wo wir uns dem Thema Klimawandel, BNE, widmen. Und da machen wir auch Fachunterricht, aber ausgerichtet an dem Konzept. Und dann kann man ja die Lehrkräfte nehmen, die das wollen, und die anderen sind vielleicht erstmal, anfangen werden sie vielleicht neidisch werden, wie beim Walking Bus, dass sie da sagen, wieso bin ich denn nicht dabei? Das muss eigentlich sein, das Ziel. Rainer, ich würde sagen, das war im Prinzip ein super Schlusswort. Und damit sind wir am Ende mit unserem ersten Vortrag hier in Stream 3. Ich will hoffen, ihr alle hattet so viel Spaß am Vortrag von Rainer wie ich. Mir hat es super gut gefallen. Wäre gut, wenn du vielleicht noch deine Koordinaten irgendwo mal zeigen könntest, wie man dich erreichen kann. Wenn noch Nachfragen im Nachfeld kommen. Ist eigentlich ganz einfach. Rainer, also wie mein Name, mit ei.mata@t-online.de. Einfach eine E-Mail schicken und dann gibt's Antwort. Und jetzt kann man dich ja auf jeden Fall auch gleich sehen. Ja. Ich will hoffen, du gehst dann auch in den Special Room. Ja, genau. Ne? Die Amelie und meine Co-Moderatorin wird hoffentlich den Link schon in den Chat stellen. Und dann, ja, wer dich ansprechen möchte, sieht dich da. Und ich sehe, der Wilfried ist auch schon da. Rainer, ich danke dir ganz herzlich für den Vortrag und würde dann jetzt auch gleich übergehen zu dem nächsten Vortrag, nämlich zu Wilfried Kretschmer. Wir warten nur noch wenige Sekunden.